Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für ein paar upcoming Infos, was ihr so für Spiele in nächster Zeit erwarten könnt. Und fangen wir an mit Fall Guys, das ich euch ja schon mal gezeigt habe, ist aktuell in der Closed Beta und wir können uns echt drauf freuen, also die eine oder andere Multiplayer Session zu machen. 100 Leute spielen gleichzeitig wie in Takeshi's Castle, wenn ihr es kennt. Also da freue ich mich schon riesig auf dieses Game und bin gespannt, wie das dann alles so überhaupt machbar wird mit der Anzahl von Spielern. Der nächste Titel ist Fall the Way, so ein kleines melancholisches Indie-Spiel, wo es so darum geht, seinen geliebten Partner wiederzufinden, den ihr aber auch selber gestalten könnt. Also man kann sogar gleichgeschlechtliche Beziehungen machen und man kann dazu auch noch das Ganze dann immer in Rätseln lösen, wo es darum geht, eben so diese ganzen Gegenden zu falten, um eben die Liebenden zusammenzubringen. Und ich finde, das ist wahnsinnig süß gemacht und finde eben gerade dieses Spielprinzip wirklich süß und dachte mir, hey, da will ich auf jeden Fall mal reingucken und bin gespannt, wie euch das ganze Game so gefällt. Der nächste Titel, den ich euch auch schon einmal vorgestellt habe, ist Iron Man VR. Also endlich mal wieder ein VR-Titel, der mich wirklich begeistert hat in den ersten paar Minuten, die man davon so sehen konnte. Ist natürlich jetzt alles hier kein Ingame-Material, aber ich bin trotzdem darauf gespannt, wie die Umsetzung ist, vor allem wie die Steuerung ist. Bei den letzten VR-Titeln war ich nicht so ganz überzeugt davon, wie die Umsetzung war. Also es hat sich teilweise ein bisschen schwammig gesteuert. Hier könnte es mal richtig cool sein und ich hoffe, dass ich da so nicht wirklich Motion Sickness bekomme und bin wirklich gespannt, was ihr da so zu diesem Titel sagt. Next ist ein Minecraft-Titel. Ihr hört richtig, von den Entwicklern von Minecraft kommt schon in Kürze Minecraft Dungeons raus. Generell alle Titel, die jetzt hier in diesem Video sind, kommen innerhalb der nächsten anderthalb so bis zwei Monate raus. Also alles nur die Titel, die wirklich erst in Kürze erscheinen. Und ich dachte mir so, hey, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn es eher so in die Richtung Diablo geht, so ein Hack and Slay. Aber es hat ja diese Minecraft-Charme und sieht irgendwie ganz niedlich aus. Also da bin ich auch wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Und geht natürlich auch im Multiplayer. Der nächste Titel ist Last of Us 2. Und da ist natürlich der Titel, da habe ich mich schon seit dem letzten Titelende drauf gefreut. Und bin mega gespannt, wie die ganze Story weitergeht. Sieht wahnsinnig düster aus. Viel düsterer als Teil 1. Also macht ordentlich was her. Und da bin ich echt krass drauf gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ob da alles nochmal so ein bisschen die Kurve kriegt. Denn ja, es sieht schon wirklich so nach, alles geht den Bach runter aus. Und ja, wir können gespannt sein, in welche Richtung das geht. Dann haben wir dazu noch als letzten Titel erstmal Ghost of Tsushima. Ein Spiel, was so ein bisschen in die Nioh, ein bisschen in die Dark Souls Richtung geht, aber was so diesen Samurai-Charme hat und von der Optik her mich direkt überzeugt hat. Also man hat schon auch Ingame-Material teilweise gesehen und das, wow, sieht einfach nur genial. Also auch hier so ein paar der Reizszenen, da dachte ich mir so, krass. Gefällt mir dieser Titel. Das ist natürlich jetzt übrigens nur einen Teil der Spiele, die ich euch hier präsentieren wollte. Es kann immer noch mal sein, dass ein Titel vorab rauskommt, den wir dann auch noch reinpacken und auf den Kanal packen. Aber das mal so als kleine Auswahl der Titel. So ein bisschen die Highlights, die innerhalb der nächsten Wochen, / Monate erscheinen. Und ich bin gespannt darauf, wie es euch so gefällt, was die Titel für euch so hermachen, welchen davon ihr am besten findet und ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Titel habt, den ich vielleicht hier nicht gezeigt habe. Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.